Ja, okay. Guten Tag erstmal. Ich würde jetzt einfach mich einmal kurz vorstellen. Ich bin der Markus Beckschulte. Ich studiere in Aachen, ein der Informatik fachfremdes Fach, aber ja, ist ja egal. Wir wollten heute uns einmal ein bisschen Nextcloud anschauen. Einmal ein bisschen zeigen, wie man das einrichten kann. Und dafür habe ich mir bei Strato einfach mal einen kleinen Server gemietet. Und anhand dessen würden wir das einmal durchgehen, wie man das machen würde, was es noch sonst so für Möglichkeiten gibt. Also wir werden erstmal MySQL installieren und einrichten, dann werden wir Apache installieren, dann holen wir uns ein paar SSL-Zertifikate, dann installieren wir noch PHP, weil das brauchen wir für Nextcloud, weil das ist auf PHP basiert. Dann erst laden wir uns Nextcloud herunter und entpacken es und packen es dahin, wo es benötigt wird. Dann gucken wir, wie wir noch die verschiedene Caches konfigurieren können, damit die Nextcloud am Ende auch ein bisschen flotter reagiert. Dann brauchen wir noch einen Cronjob. Da würde ich euch nochmal zeigen, wie das geht. Dann gucken wir, wie die Nextcloud Mails versenden kann. Also sprich, wenn man zum Beispiel das Passwort ändern möchte. Und dann gehe ich noch drauf ein, was so alles noch möglich ist mit der Nextcloud. Ja, erstmal, was ist überhaupt die Nextcloud? So, fangen wir damit mal an. Die Nextcloud kann man sich so ähnlich vorstellen wie Google Workspaces. Das heißt, man kann da Dateien halt normal hochladen. Man kann, wenn man möchte, E-Mails abrufen. Man kann Dateien bearbeiten, auch zusammen in Gruppen bearbeiten. Diese Dateien kann man dann auch mit Decks zum Beispiel verknüpfen. Das ist sowas Ähnliches wie Trello. Ja, also mit anderen Worten, das Nextcloud ist extrem vielseitig und kann sehr vielen Bedürfnissen angepasst werden. Ja, so, dann würde ich jetzt mal sagen, stürzen wir uns einfach mal ins Getümmel und schauen wir mal, wie wir MySQL installieren können. Ach so, vorher natürlich. Was brauche ich dafür? Es handelt sich um einen normalen HTTP-Server. Das heißt, wir brauchen einen A- oder AAA-Record. Kommt darauf an, welche IP-Adresse man hat. Und die könnte man dann zum Beispiel cloud.example.tld nennen. Es ist relativ wichtig, also es funktioniert auch ohne. Aber es ist relativ wichtig, dass die Nextcloud eine eigene Subdomain hat, weil sonst kann der eventuell rummeckern bei einem speziellen Test. Der bewertet, ob das jetzt sicher ist oder nicht. Aber ja, ist egal. Ja, und Port 80 und 443 sollten offen sein. Einmal HTTP und einmal HTTPS. Ja. Dann gehen wir mal weiter. So. Wie installieren wir MySQL? Ach so, erstmal zu meinem Server, den ich da habe. Das ist ein Ubuntu 2004 LTS. Das ist, wie von Strato üblich, sehr minimal ausgestattet in der Erstinstallation. Ich habe, sieht man das hier noch?
Ich habe Bash Autocomplete installiert und ich habe Nano, glaube ich, installiert. Ja, habe ich. Gut. Sonst ist da nichts drauf, erstmal. Ach so, und hier nochmal zu diesen Voraussetzungen in dieser Vorstellung. Habe ich jetzt keine richtige Domain. Ich benutze einfach die Subdomain, die man von Strato immer bekommt. Das ist hier h29519 pipapo.strato.net oder de, weiß ich gerade nicht. Ja, so viel dazu erstmal. Und jetzt geht's los mit MySQL. Ja, MySQL Server. Dafür. Ach so, ich bin natürlich auch als Root angemeldet. Das heißt, ich spare mir jedes Mal ein Sudo. Markus, entschuldige bitte, könntest du die Schrift im Terminal größer machen? Geht das? Ah, die Schrift im Terminal größer machen. Ja, das kann man irgendwie bei uns schlecht lesen. Ich weiß es nicht, wie das geht. Window Appearance, da Change. Okay, da muss ich mich hier noch mal neu anmelden, wahrscheinlich. Besser? Ja. Okay. Gut. Jetzt. Apt install. Machen wir erstmal ein Update. Hat eben schon gemacht, deswegen war das eigentlich aktuell. Da drücken wir jetzt einfach Enter und der installiert uns MySQL Server. Ich hoffe, das geht jetzt relativ flott. Ja, sieht doch ganz gut aus. Ja, läuft auch schon, das ist gut. Ja, und wie bei MySQL Server üblich, sind natürlich, wenn man es erstmals installiert, so ein paar Testdatenbanken drin und ein Test-User, die wollen wir natürlich weghaben. Und wir müssen wollen natürlich auch ein Root-Passwort vergeben. Das geht relativ einfach mit einem mitgelieferten Skript. Das heißt MySQL Secure Installation. So. Validate Password Component, das heißt, dass der checkt, ist mein Passwort überhaupt sicher, dass ich da vergeben will. Mich nervt das, deswegen drücke ich auf Nein. Ihr könnt das natürlich benutzen, wenn ihr wollt. Ja, und jetzt werde ich direkt aufgefordert, ein neues Passwort zu vergeben. Das mache ich einmal kurz. Nochmal eingeben. So, und jetzt geht es hier direkt los. Remove anonymous users.
Auf jeden Fall, das wollen wir nicht, weil da sind, wenn die Kennwörter haben, sind die öffentlich, die kennt also jeder und deswegen wollen wir die auf jeden Fall weghaben. Disallow root login remotely, das wollen wir auch. Wir wollen nur, dass wenn wir auf dem Server selber angemeldet sind, dass man da auch dann sich auch anmelden kann. Remove Test Database, auf jeden Fall. Privilege Tables now. Ja. Fertig. So, jetzt können wir uns bei MySQL direkt anmelden. Das machen wir auch direkt. MySQL minus U, das steht für User. Da kann man, geben wir Root ein. Und minus P, dass wir uns mit einem Passwort anmelden wollen. Man kann das Passwort hier auch direkt reinschreiben, aber da meckert der dann rum, dass man das doch bitte nicht machen soll im Terminal. Vor allem nicht in so einer Live-Schalte, weil dann kann das jeder mitlesen. Und wir sind schon drin. Ja, und wir brauchen für die Nextcloud einen User bei MySQL. Diesen würde ich einfach Nextcloud nennen und der Befehl lautet, ja, ich tippe das hier mal ein, create User Nextcloud at localhost, weil der Server läuft auf dieser Maschine. Und dann denn was passiert denn hier? Identity Fight. Hi. Ein super sicheres Passwort. Das wird natürlich nicht unser Passwort sein. Ich würde einmal kurz dann gleich das hier rausbewegen und hier das Passwort vergeben. Ich erkläre euch das kurz. Also klar, Create User und dann Nextcloud ist unser Benutzername, Localhost, unsere Maschine, Identified by mit dem Passwort, super sicheres Passwort. So, bewege ich das einmal hier kurz weg. So. Dahinter kommt natürlich ein Semikolon. Wir sind in MySQL. So. Natürlich stand das gerade noch da, deswegen habe ich mich einmal kurz ausgeloggt und jetzt logge ich mich wieder ein. So, jetzt machen wir die Datenbank. Die nennen wir auch einfach Nextcloud. So sieht der Befehl aus. Create Database if not exists. Die existiert auf jeden Fall noch nicht. Und mit dem Character Set UTF-8 MW4 und der Kollation UTF-8 bla bla bla. Einfach abtippen und Enter. So. Und jetzt wollen wir noch, dass der Benutzer natürlich alle
Rechte hat auf dieser Datenbank. Und das geht mit diesem Befehl: Grant all privileges on Nextcloud. Hier werden die Tabellen. Da geben wir einfach einen Asterix an. Und ja. Und dann nochmal ein Flush. Privileges. Ach so, hier ist alles so mit Caps Lock geschrieben. Das muss man nicht machen. Es gibt Leute, die finden das dann übersichtlicher. Ja, jeder wie er mag. So, dann sind wir auch schon in MySQL fertig und können uns abmelden. Da geht Exit. Auch. Nee, Steuerung 10 nicht, ist egal. Exit. So. Hallo. So, jetzt aber. Ja, dann haben wir die erste Folie schon fertig. Geht's weiter mit Apache. Apt install Apache 2. Also das Paket Apache, das ist unser HTTP-Server. Ja, wollen wir. So, dann brauchen wir noch, wie hier steht, Certbot. Das brauchen wir, um die Zertifikate anzufordern. Ja, das ist halt einfach ein Hilfsprogramm für Let's Encrypt, wo wir die dann am Ende anfordern. Die benötigten Pakete sind Certbot und ein Python 3. Paket für Certbot für Apache. Das wollen wir natürlich installieren, haben wir dem ja gerade gesagt. Ja, jetzt haben wir schon Certbot und einen HTTP-Server und MySQL. Ja, dann lade ich einmal kurz in Apache neu. Ja, und dann können wir auch schon unser Zertifikat anfordern. Das geht sehr einfach mit Certbot, Cert only. Wir wollen nämlich nur das Zertifikat runterladen, weil wenn man das mit einem, also ich kann das ja hier mal Certbot minus H, nein, doch. Der kann ganz schön viel. Hier, das ist das, was wir wollen. Obtain or renew certificate, but do not install it. Weil sonst pusht er uns den Virtual Host Konfiguration rum und das kann manchmal ein bisschen in die Hose gehen. So. Das wollen wir nicht, deswegen machen wir Cert only mit dem Apache-Modus. Es gibt auch einen Nginx-Modus, aber da wir Nginx nicht benutzen, in diesem Fall nehmen wir natürlich Apache. So, jetzt werden wir ein paar Sachen gefragt zu unserer Person, was wofür das Zertifikat ist, was wie wir angesprochen werden können. Ja, und was möchte der jetzt? Enter E-Mail-Address. Da
nehme ich jetzt? Welche nehme ich denn da? Eine Sekunde. Ich habe nämlich für diesen Vortrag eine E-Mail-Adresse eingerichtet bei web.de. Können wir da einfach jetzt mal benutzen. Da gebt ihr natürlich dann eure ein. So, jetzt werden wir gefragt, ob wir die Nutzungsbedingungen akzeptieren. Natürlich tun wir das, so, weil wir wollen das ja benutzen. So, jetzt werden wir gefragt, ob wir einen Newsletter bestellen wollen. Das könnt ihr natürlich tun. Ich mache das jetzt nicht. Ich mache das nicht. So. Und ja. Please enter your domain. Ja. Meine Domain ist, wie ich gerade eben schon gesagt habe, die tolle von Strato. Und jetzt holt er sich schon die Zertifikate. Fertig. So, man sollte eventuell das, was man hier alles, also diese Ausgaben sollte man eventuell, wenn man möchte, irgendwo abspeichern, weil hier steht auch zum Beispiel drin, wo die Zertifikate abgelegt wurden. Ja, damit man die halt einfach wiederfindet, aber normalerweise findet man die auch relativ flott wieder. Ja, so. Dann gibt es natürlich noch eine automatische Erneuerung, weil die Zertifikate, weil die so einfach zu bekommen sind, haben nur eine Laufzeit von, ich glaube, 3 Monaten. Ja. Und wenn man da nicht guckt, dass die erneuert werden, laufen die halt ab und dann meckert der Browser. Und das wollen wir natürlich nicht. Allerdings installiert Certbot automatisch einen Systemd-Timer, so heißt das, glaube ich, genau. Und nicht wie hier steht, einen Cronjob. Also man kann das auch über Cron regeln. Aber normalerweise macht er halt das über Systemd-Timer. Da kann man sich auch anschauen. System Control ist Timers. Hoffen wir mal, dass die da drin sind. Und ah, da ist er ja auch schon, der Certbot-Timer. Und der aktiviert den Certbot-Service. Was der genau macht, ist, es gibt einen Befehl, der heißt Certbot Renew. Ja, und der macht das, was er auch sagt. Der guckt, dass die Zertifikate aktuell sind. Ich führe das einfach mal aus. Und da steht Cert not yet due for renewal, also muss nicht erneuert werden. Ist ja auch gerade erst ein paar Minuten alt. Ja, und deswegen hat er da nichts gemacht. Ja. So. Dann gehen wir einfach mal weiter. Ja, installieren wir einfach mal PHP, würde ich sagen. Das ist eine ganze Reihe an Paketen, die da installiert werden müssen. Ich kopiere die. Was passiert hier? Ach nö. Steuerung und Pluszeichen. Es tut mir leid, dass ich Windows benutze, aber irgendwie wollte unter Linux gerade eben mein
Headset nicht funktionieren und deswegen musste ich schnell auf Windows wechseln. Ja, tut mir leid dafür. Ich hoffe, ihr könnt damit leben. So, jetzt aber. Das sind unsere Pakete. Apt-Install. Ja, PHP 7.4 und eine ganze Reihe an Paketen. Hier sieht man noch Image Magic. Das ist dafür da, um Vorschaubilder zu generieren in der Nextcloud. Und ja. Also ich würde das jetzt, ich würde da jetzt nicht weiter drauf eingehen, welche Pakete das genau sind. Möchten Sie fortfahren? Ja. Ja, die php.ini, das ist eine Konfigurationsdatei für PHP. Die ist, ich habe da, da müssen wir gleich noch eine, die müssen wir gleich noch ein bisschen anpassen, damit Nextcloud richtig funktioniert. Ja, fertig. Fantastisch. Ja, und diese php.ini, die liegt bei uns jetzt unter in dem Ordner etc, also in den wo die Konfigurationen abgelegt werden, da unter PHP 7.4 und dann für Apache. Ich gucke gerade, ob hier dann noch CLI und Mods Available, aber wir gehen jetzt zu Apache und da liegt die dann auch schon. Ja? Ja, unter Quantfli und dann liegt die da nicht. Die liegt da doch. Ich habe das Nano vergessen. Da ist er ja. php.ini. So. Als allererstes gucke ich noch mal genau, wo, was genau wir anpassen müssen. Ja, genau. Das wäre Memory Limit, Upload Max File Size, Max File Uploads und Output Buffering müssen wir ein bisschen anpassen. In PHP selber, in Nano kann man mit Steuerung plus W suchen. Und da suche ich jetzt einfach erstmal nach Memory Limit. So. Ja, da steht auch Maximum Amount of Memory is Script May Consume. Das ist standardmäßig auf 128. Wir müssen das allerdings auf wie viel erhöhen? 512, ne? Wo steht das denn? Ja, 512. Was passiert hier? Herrgott. Ah, okay. Ich hatte. Okay, dann benutze ich den Nummernblock nicht.
Immobilie mit 512 M. Ja, das müsste es sein. So, dann brauchen wir Upload Bugs File Size. Ach, da haben wir es schon. Wenn da 2M steht, dann kann man nur 2 Megabyte hochladen und das ist sehr wenig. Ich mache das jetzt einfach mal auf 256. Aber wir müssen noch was ändern. Und dann wollen wir noch AX File Uploads ändern. Das ist ja schon, ja, das kann man via a single request. Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel 21 Dateien in einem Ordner hätte, den ich hochladen will auf einen Schlag, dann würde das hier abbrechen. Ich stelle das jetzt einfach mal auf 30. Dieser Nummernblock. So. Ich weiß nicht, wann sich das geändert hat, aber in den letzten Monaten haben die irgendwann Output-Buffering aktiviert, standardmäßig. Aber das möchte man nicht. Was ist denn? Also Nextcloud kommt damit nicht klar, deswegen müssen wir das abstellen. Ja, und dann können wir hier auch das wieder verlassen. Das geht mit Steuerung X, Save Modified Buffer, Yes, in welcher Datei, Enter. Ja, und damit hätten wir das dann auch schon erledigt mit PHP. Und dann wird es jetzt weitergehen, Nextcloud herunterzuladen und zu installieren und vielleicht noch ein paar Sachen zu konfigurieren. Ich schaue hier noch mal ganz kurz, eine Sekunde. Ah, okay. Ja, so. Bei Nextcloud kann man angeben, wo genau die Dateien gespeichert werden sollen, die da hochgeladen werden. Wenn man jetzt zum Beispiel die Dateien von Nextcloud auf einer SSD, also das Programm, quasi die PHP-Skripte von Nextcloud auf einer SSD ablegt, aber noch eine 2 Terabyte Festplatte da in dem PC hat und die Sachen da ablegen will, dann bietet es sich zum Beispiel an, den unter hier so Storage zu mounten und da dann einen Ordner Nextcloud zu machen. Das ist euch natürlich komplett freigestellt, wie ihr das machen wollt. Ich mache das jetzt hier mal zu Demonstrationszwecken. Erstelle ich einfach mal diesen Ordner. Ähm,
Und dann gucken wir, dass wir Nextcloud so einrichten, dass da die Dateien abgespeichert werden. So, das mache ich jetzt einfach mal. Das minus P bedeutet, dass wenn hier zum Beispiel der Ordner Storage noch nicht existiert, dass der den dann bitte auch mit erstellt. So, dann gehen wir auch schon hin und gucken, wo wir überhaupt Nextcloud herbekommen können. Das ist geht mit diesem Link. Er ist auch in der PDF, die ich euch bereitgestellt habe. Das hier ein bisschen größer, dann sieht man das auch ein bisschen besser. Und da ist hier dieser Download Nextcloud Ordner Button und da kopiert man einfach den Link. So. Na. Wir gehen dafür erstmal in den Ordner Temp oder TMP. Da werden regelmäßig die Dateien einfach gelöscht. Und wenn wir da jetzt irgendwas runterladen, dann vermüllen wir quasi nicht unser System, indem wir aus Versehen vergessen, das nicht zu löschen. So, das geht mit dem Befehl wget und dann einfach die Adresse, also den Link. Das ist jetzt 22.22. Ich habe die Version jetzt noch nicht installiert, jemals. Aber gucken wir einfach mal, was passiert, wenn wir die installieren. Hoffentlich passiert nichts Schlimmes. Ja, und jetzt haben wir die auch schon bei uns heruntergeladen hier. Und jetzt können wir die auch direkt entpacken. Das ist eine ZIP-Datei, die müssen wir entpacken, bevor wir was damit machen können. Unzip, Nextcloud. Ja, dann hätten wir auch schon Nextcloud heruntergeladen, entpackt. Und jetzt kopieren wir die in einen Ordner, der folgt aussieht. Jetzt hat er aus Versehen das Enter-Zeichen mitgenommen. Klasse. Dann müssen wir den Ordner wieder löschen. CP. Nee. rm-r www cloud und machen den ganzen Quatsch nochmal. Okay, ich tippe es ab. cp-r nextcloud. Und zwar wollen wir das in den Ordner var, www und dann die Domain, die wir haben. Das kann man natürlich auch anders benennen. Allerdings bietet sich das immer sehr gut an und man findet sich auch selber ein bisschen zurecht in seinem, auf seinem Server, wenn man das so abspeichert. So, ich habe jetzt diese Domain. Ihr nennt die natürlich so, wie ihr das wollt. So. Gehen wir einfach mal in diesen Ordner.
Ach, ein LS. Ja, und da sind auch unsere ganzen Dateien direkt. Wir gehen noch mal einen Ordner oben nach da oben drüber, weil wir müssen noch die Benutzerrechte beziehungsweise die Dateieigentümer ändern. Und das geht mit Own, also Change Owner minus R, also rekursiv. Und Apache benutzt den Benutzer www.data. Und deswegen machen wir das so. Und die Gruppe www.data. Und zwar für diesen Ordner. Ein ls-l sollte uns jetzt sagen, ja, das gehört www-data. Achso, hier ist natürlich noch der HTML-Ordner. Das sind Beispieldateien für Apache. Also eine Index-HTML, also die, die man auch kennt. So, jetzt müssen wir natürlich Apache noch sagen, dass der bitte, wie der mit diesem Ordner halt umgehen soll. Und dazu konfigurieren wir uns einen V-Host, einen virtuellen Host. Dazu gehe ich einfach mal in den Konfigurationsordner für Apache. Und hier sieht man einen Ordner Sites Available. Da gehen wir rein. Und da sind schon irgendwelche Beispielkonfigurationen. Und ja, da erstellen wir uns jetzt eine neue. Und die nennen wir so, wie unsere Domain ist. Und mit der Endung .conf. Wenn wir da keine Endung dran machen, die .conf ist, dann sieht Apache die quasi nicht. Ja. Hier habe ich mal eine in dem Ordner, den ich euch bereitgestellt habe, habe ich mal eine vorbereitet. Wo ist es denn? Editor. Mensch. Ja. Ja, da müsst ihr dann halt überall an den entsprechenden Stellen eure Domain eintragen. Und auch hier das hier bitte nicht übersehen, wo eure Zertifikate liegen. Ja, ich habe das bei mir jetzt schon vorbereitet gehabt. Und zwar hier. Ja, da ist bliblablub. Achso, hier müsst ihr natürlich auch noch eine E-Mail-Adresse von euch, eine Kontakt-E-Mail-Adresse von euch eintragen. Ja, oh, ich merke gerade, ich bin ein bisschen zu langsam. Ich gucke mal, dass ich mich ein bisschen mehr beeile. Ja, ich kopiere das jetzt alles. Steuerung A, C, Steuerung A und hier einfügen. So, Steuerung X, Save Modified Buffer, yes. So, jetzt müssen wir die noch aktivieren. A2 Endsite, A2 Upload. To activate. Das müssen wir Apache neu starten. Allerdings brauchen wir
noch ein paar Module, die wir aktivieren müssen. Das wäre, geht mit dem Befehl a2nmod. Zwar ist das einmal re. Rewrite SSL und Headers. Alles geklappt. Ja. So. Dann laden wir das jetzt einmal neu. Systemctl restart Apache 2. Ah, keine Fehler. Das ist schon mal gut. Ja, und jetzt könnten wir, meine ich, auch schon, ja, jetzt können wir da direkt schon drauf zugreifen. Fantastisch. Auch nicht, weil wir müssen noch die Default Sachen deaktivieren. A2 this side und zwar die 000 Default. Machen wir das nochmal neu. Tada! Ja, dann geht es hier jetzt direkt weiter mit der Konfiguration. Wir machen ein Administratorkonto, das nennen wir auch einfach Administrator-Passwort. Dann geben wir hier unser Datenverzeichnis ein. Das ist dieser Ordner, den wir gerade eben auf unserer imaginären Festplatte erstellt haben. Das heißt, Storage Textcloud. Ich merke gerade, wir müssen hier auch die Nutzerrechte ändern. Shown-R www.data www.data Storage Nextcloud. So. Datenbankbenutzer hatten wir Nextcloud gesagt. Datenbankpasswort habe ich euch nicht gezeigt. Datenbankname war auch einfach Nextcloud. Der Server ist Localhost. Ja. Damit das schneller geht jetzt, installiere ich die empfohlenen Apps nicht. Und dann drücken wir einfach mal auf diesen Button, gucken mal, was passiert. Es tut mir leid, dass ich ein bisschen rumhuste, ich bin ein bisschen erkältet, aber ich habe zum Glück kein Corona. Also ja, da ist alles safe. Habe ich hier Hardtop drauf? Dann lege ich das mal. Mal gucken, was da so passiert auf dem Rechner gerade. Ah, okay. War ich zu langsam wieder mal. Und der Rechner wieder zu schnell. Weil da sind wir tatsächlich auch schon. Wir haben jetzt schon eine halbwegs funktionierende Nextcloud. Ich gehe hier mal in die Einstellungen. Hier sollten wir direkt eine E-Mail-Adresse eingeben. Ich trage da mal eine ein, die von mir privat ist.
passiert hier? Gut. Und dann gehe ich hier einmal auf die Übersicht. Hier kann man nämlich gucken, macht er so einen kleinen Safe-Check, ob alles soweit ganz okay ist. Also wir brauchen noch eine Standard-Telefonregion. Das wäre bei uns Deutschland. Und ein PHP-Memory-Cache sollte konfiguriert werden. Dann machen wir das doch einfach mal, würde ich sagen. Ich lasse das hier mal offen. Und dann gehen wir auch direkt weiter. Dazu gehen wir jetzt einfach nochmal in den Ordner, wo wir Nextcloud hinkopiert haben. Das war var www.a2ls. Da haben wir hier einen Ordner. Wo ist es denn mit config? Hier. Da gehen wir rein. cd config. ls. So, hier haben wir eine config.php. Ich werde die jetzt nicht bearbeiten. Ich werde für alles eine eigene Konfigurationsdatei erstellen, weil ich zum Beispiel auch irgendwo mein Passwort für einen E-Mail-Klienten eingeben muss, was ich euch nicht zeigen will. Deswegen, also man kann in diesem Ordner eigene Dateien erstellen, die die Endung .config.php haben und die werden dann auch berücksichtigt. Ja. Was wollte ich als erstes machen? Ja. Erstmal die Telefonregion. Dafür erstelle ich jetzt eine Datei mit dem Namen phone-region.config.php. Und da habe ich euch auch ein paar Sachen vorbereitet gehabt, die ihr euch da runterladen könnt. Ja, das ist relativ einfach. Also in der config.php in der großen, da würdet ihr einfach das hier eintragen. Und ich mache das jetzt so. Ja, DE. Also, weiß nicht, Österreich oder Schweiz oder was weiß ich, wer alles dabei ist. Ihr würdet hier wahrscheinlich was anderes eintragen. Müsst ihr schauen. Ja, Steuerung X, Save. Und da ist er auch schon. Dann gucken wir mal, ob der das jetzt geschluckt hat. Ja, da ist die Meldung von wegen Phone Region weg. So, dann müssen wir jetzt noch einen Memory Cache machen. Ja, dafür benutzen wir Redis und APCU. Ich installiere mal beides schnell. Apt install Redis und PHP APCU sowie PHP Redis. Ja, das wollen wir installieren. Dann müssen wir die beiden Module noch aktivieren, PHP Nmod, Redis und APCU. Jetzt müssen wir noch, noch mal in die php.ini und APCU enablen, etc. PHP 7.4 Apache, php.ini.
So, da gehen wir einfach nach ganz unten und fügen da ein. PC Enable 1 und nochmal 1, ja. Steuerung X, Save, Enter. So, dann starten wir nochmal Apache neu. Fantastisch. Und laden diese Seite neu. Ach, wir haben natürlich die Konfigurationsdateien nicht gemacht. Das mache ich jetzt. Sorry. LS. Und da erstelle ich jetzt eine Datei mit cache.config.php. Und da habe ich euch auch eine Datei vorbereitet, die ihr einfach copy and pasten könnt. Das ist die hier. Ja, Steuerung X, Save, Enter. Jetzt sollte der das schlucken. Gucken wir mal. Ja, fantastisch. Ja. Dann sollten wir natürlich gucken, das kann man hier machen, Grundeinstellungen, dass wir hier Hintergrundaufgaben, dass der die regelmäßig, was passiert hier, ausführen kann. Dafür brauchen wir, sollte man einen Conjob installieren. Und wie man das genau macht, das zeige ich euch jetzt. So, das macht. Eine Sekunde. So, con tab minus u für den Benutzer www.ata. Und wir wollen den extenden. Wir wollen Nano benutzen. Und da fügen wir jetzt Folgendes ein. Na komm. Hier müssen wir nochmal das hier. Müssen wir unsere Domain eintragen, kopieren. Soll natürlich in eine. Und dann Steuerung X, Save, Enter. Jetzt sollte das auch gleich gehen. Ich zeige das jetzt nicht. Ich zeige euch noch schnell, wie ihr E-Mails versenden könnt, also System-E-Mails quasi. Man kann hier auf, hier ist es doch, Herrgott, hier kann man dann die E-Mail-Adresse und Pipapo eintragen. Ich habe euch da auch ein paar Konfigurationen zur Verfügung gestellt für verschiedene Dienste. Da solltet ihr euch das selber angucken, weil ich habe ein bisschen zu lange jetzt gebraucht. Ich war nicht flott genug. Schaut euch das auf jeden Fall noch an, weil so sollte man das nicht produktiv nutzen. Ach so, und was ich noch sagen wollte, OnlyOffice kann man da natürlich auch integrieren. Davon würde ich aber abraten und stattdessen auf Collabora setzen. Wenn man jetzt nicht einen eigenen OnlyOffice-Server hat, weil ändert man was in OnlyOffice in der Nextcloud, wird das zurzeit auf jeden Fall nicht gespeichert. Ja, was ein bisschen blöd ist. Das geht hier über Apps und dann
kann man sich da das raussuchen. Ja, vielen Dank auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen Licht in das Thema Nextcloud bringen. Und ja, vielleicht gibt es ein paar mehr Leute, die Nextcloud benutzen wollen. Ja, vielen Dank.